Als Nächster zu Wort geht der Abgeordnete Kassecker. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Finanzminister, Herr Bundesminister Norbert Hofer, Hohes Haus. Ja, ich möchte mit zwei grundsätzlichen Feststellungen beginnen. Das eine ist jene Feststellung, dass die Republik Österreich weder Bodenschätze hat noch eine Meeranbindung, also geostrategisch von der Lage her nicht besonders gut positioniert ist. Das einzige Asset, das wir im weltweiten Wettbewerb haben, sind unsere Menschen, sind unsere Köpfe. Und hier zu investieren, ist enorm wichtig. Und das geschieht auch in sehr, sehr gutem Maße. Ich werde dann darauf später noch zurückkommen. Die zweite Feststellung, diese Bundesregierung hat klare Zielsetzungen. In diesem Zusammenhang, es wird im Rahmen dieser Bundesregierung nicht gespart bei der Sicherheit und es wird nicht gespart bei Bildung, Innovation und Forschung. Und da sind wir schon bei den Input-Faktoren sozusagen, bei dem, was wir in der Forschung an Geldmitteln und Förderungen investieren als Republik. Und das sind sehr, sehr hohe Beträge. Ich versuche jetzt, Sie nicht mit Zahlen hier zu bombardieren, sondern möglichst ohne Zahlen auszukommen. Sehr, sehr hohe Beträge im internationalen Vergleich. Die F&E-Quote, das wissen wir, so das, was wir reinstecken, sozusagen der Input in diesem Bereich, da haben wir den zweiten Platz in der Europäischen Union, nur hinter Schweden, also sehr, sehr gut. Wir stellen auch zusätzliche Mittel in den nächsten Jahren zur Verfügung, etwa über die Nationalstiftung. Wir stellen in der indirekten Forschungsförderung über die Forschungsprämie sehr, sehr viele Mittel, das sind hunderte Millionen Euro, zur Verfügung. Das ist auch ein Instrument der Standortpolitik, weil wir natürlich im Rahmen auch der Forschung und Innovation großes Interesse daran haben, dass sich auch internationale große Unternehmen in Österreich ansiedeln und hier forschen. Das tun sie auch in einem ganz erheblichen Ausmaß. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind das fast 2 Milliarden Euro, die multinationale Unternehmen in Österreich für Forschung ausgeben und selbstverständlich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr viele österreichische Staatsbürger in hochqualitativen Arbeitsplätzen beschäftigen. Also der Input, das, was wir aufwenden, ist sehr, sehr in Ordnung. Herr Bundesminister Hofer und die Bundesregierung haben aber auch erkannt, dass es dort oder da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, insbesondere in den Abläufen, im effizienten Mitteleinsatz, in der Vermeidung von Doppel- und Mehrfachförderungen, in der Erhöhung der Treffsicherheit der entsprechenden Förderungsprogramme. Hier gibt es auch schon Evaluierungen und auch Erkenntnisse, etwa was das AWS und die FFG betrifft und Rückschlüsse. Da gibt es auch schon Maßnahmen. Erste Maßnahmen, Konzentration auf bestehende Programme bzw. Reduktion der doch sehr hohen Anzahl an Programmen. Weitere Synergieeffekte werden gesucht und auch gefunden werden. Herr Bundesminister Hofer hat schon angesprochen, ein wichtiges Projekt in dieser Gesetzgebungsperiode, das Forschungsförderungsgesetz, um eben Rechtssicherheit auch in diesem Bereich zu geben. Ich möchte noch ergänzen, ein auch sehr wichtiges Projekt in dieser Legislaturperiode, die FDI-Strategie neu, die Post-2020-FDI-Strategie, also die Strategie für Forschung, Technologie und Innovation, die 2021 sozusagen spätestens fertig sein wird. Also viel zu tun. Ich möchte jetzt auf inhaltliche Programme eingehen, um ein bisschen das Verständnis, auch weil Forschung, Technologie, Innovation ist immer so ein Bereich, der wenig greifbar ist. Ganz konkrete Programme, die von unserer Bundesregierung bzw. Bundesminister Hofer gefördert werden und gepusht werden sozusagen. Da wäre das Frontrunner-Programm zum Beispiel. Also Frontrunner-Unternehmen sind Nischenplayer, Hochtechnologieunternehmen, die sich auszeichnen durch eine besonders hohe Wertschöpfung, aber auch durch ein besonders hohes Risiko. Sie sind unterwegs sozusagen am risikoreichen internationalen Markt. Das Frontrunner-Förderungsprogramm ist als solches, wird fortgeführt. Zweites Programm, ganz, ganz wichtiges Programm meines Erachtens, Silicon Austria Labs, wird eine Erfolgsgeschichte werden.
ein Mikroelektronik-Cluster, wo es gelungen ist, den Bund, die Länder und die Industrie an einen Tisch zu bekommen, nicht nur an einen Tisch zu bekommen, also manche Länder, nicht alle, an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam dieses Projekt auch zu finanzieren. Also erhebliche Finanzierungsanteile auch der Industrie. Das wird sehr, sehr erfolgreich werden. Und wenn wir jetzt in den Bereich der Universitäten gehen, den Brückenschlag sozusagen zwischen Universitäten und Industrie im Rahmen einer angewandten Forschung, weil es ein Irrglaube zu meinen, Universitäten machen nur Grundlagenforschung. Insbesondere die technischen Universitäten machen selbstverständlich auch in einem erheblichen Ausmaß angewandte Forschung, Produktentwicklung etc. Und hier möchte ich erwähnen, das Bridge-Programm, das auch sozusagen forciert wird von unserem Bundesminister Norbert Hofer. Da geht es darum, diese angewandte Forschung, insbesondere der technischen Universitäten, zu verknüpfen, auch hier Spin-offs aus den technischen Universitäten zu verknüpfen mit der Industrie. Ich glaube auch, dass dieses Projekt ein sehr, sehr großer Erfolg werden wird. Inhaltlich möchte ich eingehen, auch als Energiesprecher, insbesondere auch in dem Zusammenhang, weil wir einen Bundesminister haben, der sozusagen diesen Bereich ganz, ganz oben auf seiner persönlichen Prioritätenliste hat. Und das finde ich wichtig und richtig, nämlich den Bereich Energie, Umstieg auf erneuerbare Energie. Und selbstverständlich bildet hier das BMFIT im Bereich der Energieforschung einen ganz, ganz wichtigen Träger, wenn es darum geht, zu forschen. Herr Bundesminister hat schon erwähnt, wir werden uns nicht limitieren auf die Elektromobilität, sondern Forschung und Wissenschaft soll offen sein, soll neutral sein, technologieneutral. Wasserstoff ist gefallen, Forschung in Wasserstoff, Brennstoffzellen, weil das eine Möglichkeit ist, die Nachteile der Windenergie und der Solarenergie, nämlich die starken Schwankungen, über diesen Puffer, über diese Speicherung in den Griff zu bekommen. Was will ich damit sagen? Es ist der Fokus auf diese Bereiche bei unserem Bundesminister Norbert Hofer absolut gegeben. Und jetzt geht es darum, diese Dinge im Laufe der Legislaturperiode umzusetzen. Und da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das auch hervorragend gelingt. Sagt Axel Kassecker von der FPÖ.